Oh, ich glaube, die Aktion war ziemlich dämlich von mir. Alter, nein! Du Penner! Okay, ich gebe zu, das kam jetzt unerwartet, ja? So, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zu einer für mich persönlich eine ganz tolle Runde, Supreme Commander, denn ich habe endlich jemanden gefunden, der mit mir mitspielen möchte. Es ist ja nicht so leicht, heutzutage noch jemanden zu finden, der Supreme Commander spielt. Und deshalb freue ich mich auch ganz, ganz toll, dass ich im Chat schon lesen kann, ey geil, cool, dass du sowas noch spielst. In diesem Sinne, hi André, hi Sonnenscheins, hi Hase HD, hi Flo und hi alle anderen, die Nux geschrieben haben. Und mit mir heute im Livestream ist der Marco, a.k.a. Archenwächter. Hi, Marco. Hallo. So, Simon, a.k.a. Superburschi, hatte sich auch angekündigt, aber er arbeitet anscheinend noch, kommt vielleicht später noch dazu. Daher sind wir jetzt erstmal nur zu zweit. Macht nichts. Deshalb werden wir euch jetzt ein episches 1 gegen 1 präsentieren. Muhahaha. Marco, bist du bereit? Ja. Sogar die gleiche Startposition wie vorhin. Geil, 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 geil. Bitte was? Wir haben exakt dasselbe Volk. Was hattest du vorhin? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe ja auf zufällig gestellt und du hast Cyberns ausgewählt. Ich habe Cyberns gekriegt. Ja gut, dann ist es so, ne? Kann man nichts machen. Sonst hätte ich dir irgendwann einen Techniker geklaut und dann mit deinen Einheiten auch aufgetragen. So kann ich es lassen. Die brauche ich nur einen Sorgen. Was können wir über Supreme Commander erzählen, der das nicht kennt? Supreme Commander ist das allergeilste Echtzeit-Strategiespiel auf der Welt. Mit einer affig geilen Grafik auf und deshalb so besonders, weil man komplett raussuchen kann. Über die ganze Map. Oder? Das trifft es ganz gut. Ja. Man kann seinen Einheiten diverse Bauorders geben, ne, damit man sich auf viele Sachen gleichzeitig konzentrieren kann. Auch cool. Boah, das gehe ich jetzt aber ganz anders an wie vorhin. Und sobald der Commander, also die erste Einheit, die man im Spiel hat, stirbt, hat man das Spiel verloren. Finde ich eigentlich auch ganz cool so. Sonst wird es ewig dauern. Kommt drauf an, wie man die Einstellungen setzt. Wenn man auf Vernichtung setzt, muss man natürlich seine Gebäude vernichten. Klar. Was das Spiel aber aus meiner Sicht etwas interessanter macht, weil man nicht hundertprozentig auf den Commander angewiesen ist. Ja. André, magst du die nächste Runde mitspielen? Hast du Supreme Commander installiert? Also nur zu? Wenn du Bock hast. Marco, bist du eher so der defensive Typ oder eher so der Aggro-Freak? Normal spiele ich sehr defensiv. Sehr defensiv. Also du baust auch Abwehrtürme in dem Spiel? Ja. Okay. Dann hast du ja genau den richtigen Gegner.
Was ist los? Nicht. Irgendwo wird geschossen. Alter. Alter. Was auch cool ist in dem Spiel, wenn deine Einheit stirbt, wird sie zu Schrott. Und Schrott wiederum kann man wieder zu Metall recyceln. Also, voll das Ökospiel, ne? Oh, ich glaube, die Aktion war ziemlich dämlich von mir. Alter, nein! Du Penner! Okay, ich gebe zu, das kam jetzt unerwartet, ja? Ich hab's ja vorhin schon mal kurz angemerkt, dass ich manchmal sehr variabel spiele. Oh, du Gesicht, ey! Okay, und die Runden gehen nicht so sonderlich lang. Muhaha. Ich lebe noch. Das ist die Frage für wie lange. Komm. God damn. Also, ich sag mal so, das hat mir jetzt gerade schon wehgetan, ne? Ja. Komm schon. Ah, leck, das Gebäude ist gar nicht fertig geworden. Weil ich eine Techniker vorhin gekrönt habe. Ich kann gar nichts reden. Ich bin schon wieder voll im Stress. Typisch auch, ne? Für das Spiel. Ja. Irgendwo wird geschossen. Ah, gut. Das ist nicht so schlimm an der Stelle. Bam.
Hast du noch Masse? Also bei mir sieht es ziemlich bescheiden aus. 111. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe schon Spiele gehabt, da habe ich minus 300 in Masse gehabt. Und das ist ziemlich geschafft. Nein, das ist leider nicht installiert, schade. Jetzt angeklickt oder nicht? Nee, habe ich nicht. LOL. Okay, das war ziemlich dumm von mir. Wie war das denn? Wie war das denn? So, machen wir mal. Arsch. Ja, läuft schön in der Mitte rum.
Rein technisch hätte das Spiel auch schon durch sein können. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da gerade für eine Scheiße mache, ehrlich gesagt. Es ist schon alles ein bisschen lange her, ja. Ich sehe dich gar nicht, die sterben schon alle vorher, ne? Ja, ich habe schon T2 Türme hier rumstehen, also. Aber du hast dich nicht wirklich ausgebreitet. Mach ich selten. Machst du selten? Spannend. Was auch nicht immer hundertprozentig stimmt, was ich hier sage. Geil, alle hier. Klick, klick, klick. Warte mal hier. Mit Eten aufbauen. Halt mal, du hast ja auch Dingens. Aber du kommst jetzt nicht gleich mit Schiffen um die Ecke, oder? Noch nicht. Könntest du theoretisch machen. Mit dem Supreme Commander rausgehen und Werften bauen und dann. Das könnte ich theoretisch machen. Das bringt jetzt mir aktuell noch nichts. Das war auch so sinnlos. Thank you.
Ja, ein bisschen was verlierst du ja schon, ne? Ja. Ich habe ja minus 43 Masse, also kann ich mich nur bedingt zu gewähren dagegen. Okay, ich gehe da mal wieder. Geht nicht, ich bin im Live. Was? Dann hört man gerade gesagt, ich soll die Klappe halten, das geht dann nicht. Wissen wir aber eigentlich. Ach, Mist. Puh. Da mal weg. Leute, ihr steht im Weg. Wieso kann ich meine Botfabrik nicht auf T3 updaten? Was soll der Scheiß? Du hast die falsche Version verwendet. Was hab ich? Du hast die falsche Variante genommen. Wie Variante? Es gibt zwei Varianten in FAF. Es gibt die Standard-Landfabrik und das andere nennt sich das englische Land Factory. Die ist schneller hochgezogen, musst aber die Hauptstufe auf der Landfabrik auf Stufe 3 haben, damit du die hochziehen kannst. Ich kann nur eine bauen. Hätte ich das direkt machen müssen, von der 1er aus, oder was? Du wirst von der ersten direkt das Landfabrik hochziehen müssen auf Landfabrik 3. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist in FAF ist das so. Wieso, wie ich es gerne bisher habe. Aber mit den UEF ist es nicht so, oder? Doch, alle Völker. Hat man eingeführt, um schneller raschen zu können. Das ist ein FAF-Standard. Ich verstehe es nicht. Ich baue einen Dreck zusammen. Oh. Habe ich dir irgendwas gerade gekillt? Nö. Ja. Also zumindest nichts Wichtiges. Ein Flugabwehr zum Tech 1, was du gekillt hast, weiß aber auch.
Das zum Thema. Nach 20 Minuten ist so ein Spiel rum. Scheiße, wir brauchen eine kleinere Map. Eindeutig. Was sind da noch coole Sachen? Aha, 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 aha. Ach ja, und danke für das viele Metall. Bitte. Bedien dich. Hast du ja sonst keins? Hm. Im Chat wird gefragt, wann kann man zum atomaren Schlag ausholen? Ich befürchte, wenn du so weiter bunkerst, kannst du es bald. Ja. Okay, wir brauchen coole Gebäude. Was ist denn ein cooles Gebäude? Das ist ein cooles Gebäude. Ich merke gerade, dass ich mit Cyprian überhaupt nicht spielen kann. Alles, was ich machen will, geht mit denen nicht. Oh nein. So eine Aufklärung. Lauter D2-Techniker, okay. Friss.
Einfach nicht. So eine Scheiße. Da kann ich gar nicht mehr wirklich viel ausrichten. Hä? Bitte? Da kann ich nicht mehr wirklich viel ausrichten. Ich mag auch heute die Daten nicht. Ja, das war der Plan. Ich bin normalerweise auf Karten 40 Kilometer und größer. Saschen. Strategische Rakete? Du kleiner Lump. Was habe ich noch? Wo ist eigentlich dein Commander? Ach da. Also, da kann man schon mal aus dem Wasser rauskommen, ne? Hallo, du bist tot, Marco. Der ist tot. Dein Ernst? Der ist immer noch tot. Nein. So. Geht doch. Gutes Spiel für die kleine Karte. Jetzt sehen wir eine noch kleinere, oder? Jesus. Warum? Ist doch langweilig zu zweit, zu großen Karten. Machst du KI rein? Was, dann mach ich eine KI rein. Machst du zwei KIs rein? Die auch noch? Jeder gegen jeden, oder was? Entweder jeder gegen jeden oder wir zwei gegen KI, je nachdem, welche Schwierigkeit du einstellst. Ja, was ist cool? Höhere Schwierigkeiten, glaube ich. Warum habe ich jetzt eigentlich nicht gewonnen? Da bist du explodiert. Ja. Das ist ja normal. Hallo, Spiel endet nicht. Muss ich raus? Mhm. Ach so. Exit to Pfaff. Cool. Match 1 gewonnen. Standard. Haha.